Ich finde das eine hervorragende Idee vom BUND und von der Heinrich-Böll-Stiftung, einfach mal die guten Beispiele vor Ort sich anzuschauen. Ich glaube, es ist jetzt heute die Auftaktveranstaltung von guten Beispielen und es ist wirklich ein gutes Beispiel, muss ich sagen, was es alles so gibt beim Thema Energiewende. Und da sind natürlich Bioenergiedörfer eine Sache, die man gut realisieren kann im ländlichen Raum und die, ich habe es ja schon mal angedeutet, ja wirklich auch für die Wertschöpfung vor Ort ganz wichtig sind und überhaupt auch für die Energiewende. Eine Biogasanlage ist immer dann günstiger und natürlich auch gewinnbringender zu führen, wenn sie eben auch ihre Abwärme los wird. Eigentlich hat sowas nur eine Chance, so ein Nahwärmenetz in Mardorf zu realisieren, wenn sich da eine Bioenergie-Genossenschaft gründet. Und man muss unterschiedliche Ressourcen aus dem Dorf zusammenziehen, um so ein Projekt realisieren zu können. Und das schafft eine gewisse Gemeinsamkeit, die über andere Dinge hinausgeht. Aber so ein Dorf, was lebt und was dann auch solche Investitionen wie Nahwärmenetze macht und das funktionierend zustande bringt, das ist sozusagen ein Faktor, der über den wirtschaftlichen und ökologischen Bereich hinausgeht. Der hat was mit dem Sozialen zu tun und deshalb sind wir eigentlich genau in der Gemengelage, dass man sagen kann, im Grunde ist das ein nachhaltiges Problem, das wir damit haben. Wir haben uns lange beschäftigt mit der Frage, können wir überhaupt das mit Rostock so ein kleiner Ort, ja, als Name einer eigenen Dorfheizung, hat das überhaupt eine Wirkung aufs Klima? Ja. Wir haben gesagt, egal ob es eine Wirkung hat oder nicht, wir machen es trotzdem, weil es für uns ist auf allem mal interessant. Wir können sich auch gemeinsam von der breiten Wiederbahn der Bevölkerung sagen, lass es uns zumindest mal prüfen. Ja, warum eine eingetragene Genossenschaft? Das wussten wir damals auch noch nicht. Wir haben auch überlegt, machen wir eine GmbH, was machen wir? Und dann geht es auch die Frage, tun wir uns damit bereichern? Die Diskussion hat man ganz schnell im Dorf. Dann heißt die, ja, machen jetzt eine GmbH auf und bereichern sich an dieser Initiative. Das wäre gut für diese Initiative gewesen. Und wir haben gesagt, das Genossenschaftsrecht kommt uns am besten entgegen. Letztendlich ist es Manpower, das was entscheidend ist. Eigentlich ist es eine sehr gute Bilanz und insgesamt gesehen, wenn es denn mehr solche Initiativen gäbe und wenn auch mehr Mut da wäre, diese Initiativen zu unterstützen, keine schlechte Bilanz. Für mich als Biogasanlagenbetreiber wäre das in der Form eigentlich unmöglich gewesen, weil einfach der Rückhalt im Dorf muss da sein und es wäre auch von der Arbeitsbelastung kaum zu schaffen gewesen. Was Leistung gemacht wird, wird bis heute ehrenamtlich gemacht. Das komplette Team verdient keinen Cent dabei. Also da mal höchsten Respekt davor. Wir haben damals allerdings auch direkt den Bauplatz so vorgesehen, dass es hier noch Platz gab für ein kleines Heizwerk, als die Biogasanlage konzipiert wurde. Rückblickend alles sehr eng. Sie haben das eben da drin gesehen, wie kompakt die Öfen aufgestellt wurden. Prinzipiell produzieren wir erstmal Strom und Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen und tierischen Abfällen. Also Gülle, Mist, die bekommen wir von Milchviehbetrieben hier aus der Nachbarschaft angeliefert mit dem LKW. Lagert hier unten drin in dieser Grube. Da sind etwa 300 Tonnen Gülle drin, also so für 20 Tage ungefähr im Vorrat. Das feste Futter wird hier oben über diesen schönen Vielfraß, nennt er sich, in die Anlage eingebracht. Das ist etwa ein Tagesvorrat. Man sieht es jetzt hier, sind noch vorne auf der Anzeige 21 Tonnen sind jetzt drin. Die Anlage ist komplett über eine Zentralsteuerung gesteuert und füttert jetzt automatisch die nächsten 24 Stunden den Rest, der da noch drin ist, in die Anlage ein. Die eigentliche Biogasproduktion passiert in diesen zwei ersten grünen Behältern mit dem schwarzen Dach. Da drin ist diese Bakteriensuppe, nenne ich es mal. Wir können nachher mal reingucken. Das ist eine braune, blubbernde Brühe und darin leben die eigentlichen Biogasbakterien. Was da genau drin lebt, hat bis heute noch keiner so bis ins Letzte klären können. Es sind wohl mehrere hundert Bakterienstämme. Ist zum Glück aber für mich als Betreiber nicht allzu relevant. Das System ist im natürlichen Gleichgewicht. Und das Wichtige für mich ist, das letzte Stoffwechselprodukt dieser ganzen Bakterienstämme ist ein brennbares Gas, das Biogas. Besteht zur Hälfte aus Methan, zur Hälfte aus CO2, hat also ähnliche Eigenschaften wie Erdgas, aber ist nicht ganz so entzündlich, also auch nicht ganz so kritisch in der Handhabung. Die Explosionsgefahr ist eine Ecke niedriger als bei Erdgas, aber trotzdem mit Vorsicht zu handhaben. Und durch diese hohe Temperatur fangen eben die Bakterien an, das Biogas zu bilden, was sich dann unter dieser großen Gummihaube sammelt. Die Dächer heben und senken sich je nach Gasproduktion. Also sobald die Gasproduktion den Verbrauch des Motors übersteigt, sammelt sich das überschüssige Gas unter den Dächern. Und genauso andersrum, wenn wir mal ein bisschen zu wenig gefüttert haben oder es Störungen in der Gasproduktion gibt, wird es über diesen Pufferspeicher wieder ausgeglichen. Wir können mal ein bisschen rumgehen, gucken, wer möchte mal in den Behälter rein. Also aus Sicht der Genossenschaft könnte ich da entspannt schlafen, dass noch, bis die Netzhebung geleistet ist, noch Wärme aus der Biogasanlage kommt. Weil dann stellt sich natürlich für die Genossenschaft die Frage, die ganze Wärme, die jetzt von der Biogasanlage kommt, das sind 80%, muss ja irgendwo anders herkommen.
Also bis in den Oktober hinein steht eine Vollversorgung aus dem Biogas-BHKW. So bei 7, 8 Grad schlägt das um. Sobald die Temperaturen unter 8 Grad fallen, muss eben zugeheizt werden. Das ist hier nicht allzu häufig der Fall. Und letzten Endes sind es ungefähr 80% aus Biogas und 20% aus Holzhackschnitzel in diesem Netz. Eine gute Qualität in Hackschnitzel. Und hier habe ich das Gerät zur Feuchtemessung. Das ist vom Kreisverband. Da sind wir alle zusammengeschlossen, die Bioenergiedörfer. Und da haben wir gesagt, wir brauchen eine vernünftige Überwachung, was wir geliefert kriegen. Was wir hier sehen, das schützt gut. Und davon Kubikmeter machen wir dann bis 900 kW. Und wir wollen gutes Material, weil wenn ich jetzt 500 kW mache pro Schüttraummeter, anstatt 900, habe ich viel mehr Transport. Aber ein BHKW ist halt eine Maschine, das geht auch immer kaputt. Und im Winter, wenn es kalt ist, reicht halt die Wärme nicht. Deswegen haben wir die zwei Öfen da stehen. Ja, es hat uns gefreut, dass wir das Interesse gespürt haben. Sie haben das auch sehr schön moderiert. Ja.